Was solltest du tun, wenn du durch das erste oder zweite Staatsexamen gefallen bist? Erste Regel: absolute Ruhe bewahren. Ja, total wichtig, Ruhe bewahren. Es ist schwierig, ich weiß, du öffnest den Brief oder guckst im Internet, kriegst dort deine Nachricht: oh Gott, ja, es hat nicht gereicht. Ich weiß, schwierige Situation. Du fühlst dich schlecht, du denkst dir: oh Gott, was ist jetzt hier passiert? Du hast dich über ein Jahr in der Regel vorbereitet, ja, auf diesen Versuch, und jetzt hat das einfach nicht geklappt. Elementar, mach dir klar folgenden Spruch: so blöd er auch klingt, erstmal in der Sekunde, ja, wenn man durchgefallen ist, aber geht eine Tür zu, gehen zwei neue wieder auf. Und genau das ist der springende Punkt, worum es nachher geht. Warum zwei neue gehen wieder auf? Du musst lernen im Leben, bei allen Dingen eigentlich, aus einer, ja, scheinbaren Katastrophe, wobei dann wieder der Begriff kommt: was ist schon eine Katastrophe im Leben? Eine Katastrophe wäre jetzt Krieg, schwere Krankheit, in der näheren Familie ist irgendjemand schwer krank. Das ist eine Katastrophe. Ja? Aber sowas wie: ich bin durchs Examen gefallen, kannst du für dich durch eigene Handlungen, und das ist ja das, worum es geht, umkehren in etwas Positives. Und genau das ist nämlich das Thema, worum es geht. Geh doppelt und dreifach wieder gestärkt aus dieser Misere hervor. Mach dir klar: okay, ich muss jetzt, und das wäre absolute Regel Nummer eins, ich muss jetzt einen neuen Weg gehen, als ich vorher gegangen bin. Ja, weil da kommt wieder der alte Spruch zum Tragen: wenn ich nur die gleichen Dinge tue, die ich vorher getan habe, dann werde ich auch wieder die gleichen Ergebnisse bekommen. So, also tu etwas anderes im Vergleich zu dem, wie du dich vorher vorbereitet hast. Zweitens, hol dir vom Justizprüfungsamt die Klausuren. Analysiere diese Klausuren. Im Zweifel hol dir noch Hilfe heran über einen Profi, ja? Über uns gegebenenfalls, über einen Dritten, völlig egal. Schau dir die Klausuren an, schreib dir die Punkte raus, ja, die die Prüfer moniert haben. Ja? Mach dir das klar, dass du dir diese auf einer Art To-Do-Liste am Ende des Tages vermerken musst. So, weil du musst damit arbeiten nachher. Das immer wieder wiederholen, dir vor Augen halten, ob du jetzt im Rahmen des künftigen Trainings diese Punkte ausgemerzt hast, dich verbessert hast. So, und das ist erstmal die Basis des Ganzen. Dann, der nächste Schritt ist, bei den meisten aus meiner Erfahrung, ich mache es jetzt seit über 20 Jahren, als Repetitor tätig zu sein hier, und wir sind ja mittlerweile über 36 Kollegen hier in der Akademie, und in der Assessorakademie auch. Die Erfahrung zeigt, und wir haben ja alleine mittlerweile 7 Kollegen hier, die Prüfer am Justizprüfungsamt waren, und sich mit den Kollegen unterhält. Die Erfahrung zeigt auch immer wieder, dass viel zu wenig Klausuren geschrieben worden sind oder gar keine, ja, in den meisten Fällen. Oder selbst wenn Klausuren geschrieben worden sind im Uniklausurenkurs oder bei anderweitigen Anbietern, das Problem ist halt, dass erstmal, man muss ja bei sich selber erstmal die Ursachen suchen, muss man sich selbst fragen: habe ich mich wirklich mit diesen Korrekturen dezidiert und in Ruhe auseinandergesetzt? Habe ich nicht vielmehr die Klausuren einfach genommen, als ich sie wiederbekommen habe, und zur Seite gelegt und mich gar nicht mehr damit beschäftigt? Also da frag dich erstmal ganz in Ruhe, ob du dich damit beschäftigt hast. Da kommt bei vielen in den Gesprächen immer raus: na, ich habe mich gar nicht damit so weit beschäftigt. Ja? Du möchtest dich auf deine Grundsemesterklausuren, Hauptsemesterklausuren, das erste Staatsexamen oder das zweite Staatsexamen vorbereiten? Dann wende dich gerne an uns für einen kostenfreien Beratungstermin oder eine kostenlose Probestunde. Mit unserem effektiven Einzelunterricht oder der Kleingruppe stehen wir dir gerne hilfreich zur Seite. Also das wäre erstmal Punkt 1, künftig zu gucken bei Übungsklausuren, wenn die Korrektur reinkommt, sich damit zu beschäftigen. Ja? Die Fehler, die man gemacht hat, herauszuschreiben. Wichtig ist dabei natürlich, das machen wir jetzt hier in unserer Arbeit, sogenannte Korrekturbögen auch zu haben, wo man dann die Soll- und Ist-Punkte sauber sieht. 18 Punkte waren zu holen. Wie viel habe ich jetzt an jeder Stelle im Einzelnen bekommen, dass ich das transparent nachvollziehen kann? Ja? Aber selbst wenn ich eben, egal im Uniklausurenkurs oder wo auch immer, die Korrekturen wiederbekomme, dass ich mir die Fehler erstmal rausschreibe und damit arbeite. Der nächste Punkt ist,
klare Lernstrukturen, die Woche durchzustrukturieren, die Monate sauber durchzustrukturieren für die künftige Vorbereitung des Unterrichts. Ja, wenn man also irgendwo einen Kurs macht, völlig egal, Einzelunterricht jetzt hier, vielleicht in der Akademie Graz oder in der Assessorakademie oder wo auch immer, ja, sollte es auch nochmal das Uni-Repetitorium sein. Klare Wochenstruktur, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag durchgeplant. Theoriestoff, Erarbeitung, Klausuren schreiben, den Unterricht an sich, wann habe ich Kurs irgendwo, gleich danach auch einzuplanen, dass ich den Stoff auch natürlich nacharbeite nach dem Unterricht, die Klausuren mir anschaue und, was natürlich ein wichtiger Aspekt ist, in regelmäßig wiederkehrenden Abständen auch Wiederholungseinheiten einzuplanen. Dann, was absolut wichtig ist, auch Regenerationsphasen einzuplanen. Ja, ein Tag in der Woche sollte absolut auch, selbst wenn man schon mal durchs Examen durchgefallen ist, sollte man jetzt nicht anfangen, in den puren Aktionismus zu verfallen und sich überhaupt gar keine Pausen mehr zu gönnen, sondern einen Tag in der Woche mindestens frei, und ich würde alle 3 Monate mal einen Break machen, sage, okay, ich mache jetzt eine Woche mal dementsprechend Urlaub, ja, einfach mal raus. Muss ja auch nichts Teures sein. Vielleicht hat man in irgendeiner anderen Stadt oder am Meer, in den Bergen, irgendwo Freunde, die irgendwo wohnen, wo man hinfahren kann, wo man sich mal einquartieren kann. Andere Luft, andere Umgebung, andere Gespräche, die auch vielleicht idealerweise mal nichts mit Jura zu tun haben. Ganz, ganz wichtig, um den Kopf wieder freizukriegen, um die Synopsen hier oben wieder zu öffnen, dementsprechend dann weitermachen zu können. Ja, denn ein Sportler, ein Leistungssportler wächst am Ende des Tages auch nur in seinen Pausen. So, der nächste Punkt natürlich, Thema Ernährung, Sport. Auch da Ausgleich schaffen, immer abends nach dem Lernen zu schauen. Auch selbst, wenn man weiß, man hat den Druck, ich muss jetzt bestehen, ich bin schon mal durchgefallen, ja. Nimm dir die Zeit, entspann dich abends, mach Sport, ja. Bitte keine Disco-Besuche oder irgendwas, ja, weglassen, ja. Aber nimm dir die Zeit für Familie, Freunde, abends mal 1 Stunde, 2 Stunden. Ja, ist wichtig, um mal den Kopf kurzfristig wieder zu entlasten. Und vor allem, ich würde gucken, dass ich jeden Tag irgendeine sportliche Aktivität begehe. Denn am Ende des Tages, Körper und Geist bilden nun mal eine Einheit. Und du bist keine Maschine. Du bist einfach am Ende des Tages keine Maschine. Du musst dir deine Kräfte einteilen. Du musst dir die Ressourcen einteilen, die du hast. Ja, in finanzieller Hinsicht, in körperlicher Hinsicht, in mentaler Hinsicht. Das ist absolut essentiell und wichtig. Ja? Dann solltest du meines Erachtens, was solltest du vermeiden? Keine Skripten, keine Lehrbücher mehr großartig sich reinzuziehen. Ja? Wichtig ist, den ganzen Stoff in Klausurform einzubetten und zu erarbeiten, weil alles andere ist nur wie Trockenschwimmübung. Ja? Du musst dir einfach vorstellen, du willst schwimmen lernen. Ja? Und du liegst nur am Beckenrand, du machst die Trockenschwimmübungen, aber du gehst nie ins Wasser. Du wirst aber erst im Wasser lernen, wie du mit den Herausforderungen umgehst. Ja, erst im Wasser merkt man, wie warm, wie kalt ist das Wasser. Jetzt kommt von links eine Welle, von rechts, ja, von vorne, von hinten. Das ist vielleicht erstmal nicht angenehm, gar keine Frage, gar keine Frage. Aber dann hast du den Coach an der Seite, der dich unterstützt und dir sagt, wie du jetzt damit umzugehen hast. Und genau das wird dich dann auch retten am Ende des Tages, ja, diese Motivationspunkte zu setzen. Jemand, der da ist, der sagt, komm, weitermachen, du schaffst das. Es ist anstrengend, es tut weh, es ist nicht angenehm. Aber am Ende mach dir eins klar, du musst erstmal durch die Wüste durchgehen, weil da hinten irgendwo ein paar Meilen, Kilometer weiter entfernt, ist dann die Oase. Ja, die Oase, wo es Wasser gibt, wo es Datteln gibt, wo es Ananas zu pflücken gibt, wo es Bananen gibt. Ja, das süße Leben kommt erst später. Und ja, der liebe Gott hat halt gesagt, nein, wir nehmen zum Erfolg nicht den Fahrstuhl, sondern die Treppe. Ja, es gibt für konsistenten Erfolg keinen anderen Weg, als die Treppe zu nehmen. Ja, und einen schnellen Erfolg zu erwarten, gibt es auch nicht. Es ist schweißtreibende, harte Arbeit. Und das musst du dir klar machen. Wichtig ist halt Rückmeldung, Rückmeldung, Rückmeldung sofort. Ja, ob man das jetzt im Einzelunterricht sich sucht oder eine Lerngruppe hat, ja, Leute, mit denen man sich austauscht, weil der alte Spruch am Ende des Tages, alles, was ich einem anderen erklären kann, das habe ich auch selbst behalten und kann es auch dann im Zweifel wiedergeben. Ja? Das muss das Prinzip sein. Also, gib nicht auf, bleib dran. Es ist zwar nicht schön, wenn du die Mitteilung bekommst, dass du durchs Examen durchgefallen bist, aber greif jetzt an und sieh es als Chance, vielleicht sogar hinten mit einem ordentlichen Befriedigen oder VB sogar rauszugehen. Ja? Vielleicht hättest du ja jetzt nur einfach bestanden mit einem halben Punkt besser. Okay, 4-Punkte-Examen, ja, aber so what? Ja? Was kann man damit schon großartig im Zweifel anfangen? Also, jetzt nochmal alles rausholen, nicht verzagen und alles wird gut.